Spec Ops The Line Folge 9. Oh, nein, 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 nein. Ich, ja. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag, liebe Freunde. Neue Aufnahmesession für mich, deswegen bin ich gerade auch völlig irritiert. Ich weiß nichts mehr von der Steuerung. Ich bloß nur, dass ich dumm war. Das weiß ich noch. Genau, Shift. Okay. Ja, herzlich willkommen zurück. Gab jetzt. Nee, gab gar keine längere Pause. Stimmt gar nicht. Bloß halt. Für mich ist halt nur, wie gesagt, schon ein bisschen her. Ich muss ja den Ton ein bisschen runterdrehen. Das ist schon wieder dermaßen laut, das ist unfassbar. Ja, auch seit der letzten Aufnahmesession und dieser hier wurde mir weiter kollektiv Angst gemacht vor diesem Spiel. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das alles wirklich noch so übel wird. Arschgesicht, die 33. soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Kommen wir wohl nicht rüber. Ja, ich warte immer noch so ein bisschen drauf, dass sich das hier in irgendeiner Form von normalen Shootern absetzt, weil das tut es bislang wirklich nur durch die etwas komplizierte Steuerung. Aber es sollen wohl noch sehr bedrückende Szenen kommen. Ich freue mich drauf. So. Da ist wieder Schiff zum Runtergehen, natürlich. Das ist... führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Hier sieht es schon mal sehr nett aus. Kann man denen eigentlich nicht irgendwie helfen, eventuell? Na, natürlich nicht, wir sind Amerikaner. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar riech ich das. Nein, nicht das. Wow. WTF? Ah! Ach nee. Da haben wir schon die erste Szene, auf die ich mich offiziell wohl freuen soll. Deckung. Warum ist eigentlich gerade alles in Zeitlupe oder zumindest so halb? Ich sehe niemanden. Das wurde mir immer schon gesagt, ich soll mich auf die Phosphor-Szene freuen. Bin gespannt. Boah, was ist das für ein... Oh nö, das ist so ein Fetter. Wie ging das nochmal mit den Granaten? So, das war aber die falsche. Das war immer noch die falsche. Deckung. Wie gehe ich die... geht Deckung. Geht Deckung. Das ist, wie gehen die Granaten? Ach, hier. Meine Güte, das Steuerung, ey. Können Sie die dem direkt vor die Füße werfen? Ja. Aua. Die Leute waren besiegt. Der Kampf war vorbei. Es ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende? Eieiei. Ich glaube, Phosphor ist relativ schmerzhaft. Geheiminfos. Huch. Das wollte ich nicht. Warte mal. Ist mir gerade kurz. Halt. Jetzt habe ich die falsche Waffe abgelegt. So, also hier habe ich jetzt die hier. Was habe ich sonst so dabei? Wir gehen mal die Waffen durch. Hier. Das ist, ach, das ist schon so eine Art Sniper-Gewehr, aber das ist eher. Ja, das ist besser. Das nehme ich mal so. Und was habe ich hier noch? Das. Okay, und das. Okay. Gut, warum ist hier eigentlich alles so neblig? Jetzt habe ich diese Geheiminfos ja erst nicht hochgeholt, oder? Wo war denn das jetzt? Das war ja wohl nicht dieses Gewehr. Boah, dann machen wir es jetzt so. Wir nehmen das. Oh, ne, geht doch gar nicht. Ich depp. Oh, wo sind denn jetzt hier Geheiminfos? Oder habe ich die schon aufgehoben? Nur zu, sprechen Sie Ihren Namen ins Aufnahmegerät. Pete Gobi, Private First Class. Danke, Pete. Also, die große Frage, die zu Hause alle stellen, ist, warum? Das Rote Kreuz, das Pentagon, der Präsident, alle haben die Fliege gemacht. Warum bleiben Sie? Ich bin von der High School zur Army. Ich wollte nicht in den Krieg oder so, aber dann bin ich bei der 33. gelandet und plötzlich war ich zweimal in Afghanistan. Was wohl ein ziemliches Desaster war. Na und ob?
Ich weiß nicht, wie oft wir auf dem Weg zu einer Scheißmission Kinder gesehen haben, die sich um Müll geprügelt haben. Und als der Colonel gesehen hat, hier kann man was bewirken, da hat er zugegriffen. Und was ist mit denen in der Heimat, die sie Deserteure oder Verräter nennen? Die können mich mal. Ich wäre auch gern zu Hause, ehrlich. Ich habe eine Tochter, die ich seit Weihnachten nicht mehr gesehen habe. Die liegt jetzt friedlich in ihrem Bettchen und ist in Sicherheit. Die Leute hier haben nicht so viel Glück. Sollen wir die etwa im Stich lassen, nur weil wir Heimweh haben? Nee, ist nicht unsere Art. Sie vertrauen dem Colonel also in dieser Sache? 110%ig. Der Colonel ist ein großer Mann. Und wenn ich ein Verräter bin, weil ich zu ihm halte, dann soll es so sein. Okay. Geht hier, glaube ich, immer noch um diesen Colonel, wie heißt er denn? Jetzt habe ich es vergessen. Der hat eigentlich einen ganz prägnanten Namen, aber jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Schon zu lang her. Also ich vermute, dass das jetzt nicht das Ende dieser mir prophezeiten Phosphor-Szene war. Die kommt bestimmt noch. Das war wahrscheinlich nur ein Vorgeschmack drauf. So. Jetzt muss ich gerade mal nochmal gucken. Ich kann Granaten mit dem Mausrad durchwechseln, ich kann die Waffen hier durchwechseln, dann ist das hier müsste das hier eigentlich Nahkampf sein. Okay, funktioniert aber nicht. Sie sagen, Sie sprechen für diese Leute, Agent Gould. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Nein, ich hab nichts getan. Aha. Hört sich ja gut an. Aber es sieht immer wieder an so vielen Szenen so cool aus wie hier. Das muss man im Spiel echt lassen. Optisch überragend. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift? Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um Ihrem Partner Agent Ricks zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los! Nein, 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 nein! Scheiß drauf! Ich schalte ihn aus! Warte den Befehl ab! Du übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain, wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fangt an. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen, wenn ich fragen darf? Ich knall den jetzt ab. Wir müssen Gould retten. Scheiße! Wir kriegen Besuch! Adams, los, komm! Nur gut, beschützt gut! Alles klar! Oh oh, Sniper! Also bei aller Liebe, aber ich habe das jetzt gerade nicht verstanden, wie er das jetzt geregelt hat. Das war doch... Warum haben wir die nicht gleich angegriffen? Hätten wir die Frau auch noch retten können? Also da kann ich jetzt mit unserem Charakter hier gerade nicht übereinstimmen, dass das schlau war. Finde ich ganz nett, dass diese Schrotflintenschützen immer die mit dem Sonnenhut sind. Ich glaube, damit man sie besser erkennt. Alter, ist dir den Kopf wegfetzt. Unfassbar. Nein. Den habe ich. Ach, was. Oh, fuck. Worte, WTF, Junge, sag mir doch mal was. Deckung, Deckung, Deckung. Geh doch in Deckung. Warum geht der nicht in Deckung? Und diese verschissene Steuerung, das kotzt mich echt an.
Boah, Konrad heißt der Typ, genau. Meine Güte, hey. Also irgendwie kämpfen wir ja alle prinzipiell. Oh, jetzt müssen wir das Ganze nochmal durchgehen. Das darf ja nicht wahr sein. Das ist unsere Chance, Walker. Sind es nur noch zwei? Wir haben freie Bahn zu Gould. Rücke raus! Wir müssen Gould retten. Delta im Anflug! Scheiße! Wir kriegen Besuch! Adams, los, komm! Lugo, beschütz Gould! Alles klar! Oh, 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 oh! Boah! Agent Gould! Delta Force, keine Sorge! Alles wird gut! Lade da! Sie hier unten, Mann! Scheiße, wir haben keine Granaten mehr. Zumindest keine effektiven. Wobei, was sind denn diese... die hier? Ah, funktioniert doch auch. Und wie mache ich das? Achso. Alter, es ist echt eine Katastrophe. Also Entschuldigung, ich sag das jetzt nicht alle 5 Sekunden, aber das ist echt, diese Steuerung ist eine Zumutung. Oh, da kommt der Fette wieder. Oh, ich bin schon wieder tot, geil. Alter, meine Güte, hey. Es ist echt... Ich weiß nicht. Ah, naja, ich beschwere mich jetzt nicht mehr die ganze Zeit. Ich habe jetzt aber in der Zwischenzeit öfters mal immer wieder gelesen, dass es auch echt, also das Spiel hat echt gute Wertungen immer kassiert. Bin unterwegs! Wir müssen gut retten. Bring doch. Adams, los, komm! Look up, beschütz gut! Alles klar! Freund in Sicht! Ich geh jetzt. Agent Gould. Ach, das ist der. Keine Sorge, alles wird gut. Hey, bleib hier! Bleib jetzt mal hier. Da hab ich mehr Abstand zu dem Fetten nachher. Lauf mich! Lauf zum Gate! Wir stehen hier unter schwerem Beschuss! Lauf zu dem scheiß Gate! Freund in Sicht! Wo ist denn der verwundbar, bitte? Komm. Er lebt immer noch. Das war so klar. Alter, wie viel frisst denn der? Jungs, könnt ihr euch vielleicht mal um den kümmern? Jetzt. Die ist leer, ne? Ja, super. Ich will keine Granaten für alle, ich will... Wobei, hat er immer einen Vorteil. Das war die falsche. Fuck, 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 fuck. Deckung. Geh in Deckung, hallo! Ach, da sitzt der andere, da können wir natürlich nicht in Deckung. Alter. Auch noch einer. Nee, das ist nicht nur einer. Granate. Aber gelernt, wenn die Granate weiß angezeigt wird, kann sie nicht mehr erwischen. Wenn rot, dann schon. Granaten schmeißen, jeder rüber! Mann! Das ist echt nicht zu fassen. Ah, cool. Wir haben gar keine Munition mehr. Der ist ungedeckt! Der ist so unkontrollierbar, sobald wir mal. Deckung, geh in Deckung. Der ist so unkontrollierbar, der Typ, wenn wir ihn mal. Wenn er mal losgesprintet ist, ist es unfassbar. Tango neutralisiert! Oh oh, oh oh.
Ah, ich muss ja explodieren, ich habe aber keine Waffe. Geht aber auch so. Deckung. War's das? Meine Güte, hey. Ich glaube, das waren alle. Adams, Walker, hierher, Beeilung! Kann ich bitte? Danke. Ach ja, Raketenwerfer. Nein, passt schon. Lad nach. So, ich nehme die. Boah! Wann bekommen wir den erstmal? Vielleicht hätten wir die ganze Zeit. Die ganze Zeit schon einsetzen sollen. Warum muss ich jetzt dahin? Warte mal. Nein, hör auf zu sprinten! Der macht mich echt aggressiv. Spring, dat. Jetzt kann er wieder los, Mann, komm hier rüber! Entschuldigung, ich versuche mich ab jetzt zusammenzureißen, okay? Ich versuche mich die ganze Zeit drüber zu merken. Aber es ist wirklich, es mag beim Zugucken nicht so rüberkommen. Es ist wirklich teilweise fast unmöglich, das sauber zu spielen. Vor allem das Schlimmste ist wirklich, wenn man losgesprintet ist, ist der. Woher kennen wir das? Ja, zum Beispiel bei Rennspielen, wenn man Nitro einsetzt, dann wird das Auto ja wahnsinnig schwer zu kontrollieren, was ja auch logisch ist. Aber das ist bei ihm genauso, wie wenn er jetzt 100 Stundenkilometer rennt. Kannst du den fast nicht mehr kontrollieren, wenn er mal sprintet. Und vor allem, wenn du die Shift-Taste losgelassen hast, sprintet der noch 5 bis 6 Sekunden weiter. Das ist ganz toll. Wir gehen gleich dahin, wo wir sollen. Ach, hier ist ein Fitnessstudio, so wie es aussieht. Ich check nur mal kurz hier. Das war nicht meine Absicht! Wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich durchgedreht. Wo habe ich denn die Taschenlampe? Das ist der Schalldämpfer. Hatte ich überhaupt eine Taschenlampe? So, jetzt haben wir wenigstens keine Granaten mehr, das ist auch schon mal gut. Alle entsorgt, sicherheitshalber nicht, dass was passiert. Kann hier nicht so eine Granatenkiste rumliegen eventuell? Das wäre ganz geschickt. Nee. Ich glaube, dann haben wir hier alles abgecheckt und dann gucken wir mal, ob es dem Gold einigermaßen gut geht. Den kennen wir, der hat uns vor ein paar Folgen mal gerettet. Und ist jetzt hier... wirklich sehr freundlich bedankt. Ich würde sagen, dann gehen wir in der nächsten Folge zu ihm und gucken, wie es dem geht. Solange wird er wohl noch durchhalten. Ich hoffe, ihr haltet durch bis zur nächsten Folge. Und ja, die gibt's übermorgen. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.